Immer wieder hören wir von Landwirten, dass sie Probleme mit Atemwegserkrankungen bei ihren Kälbern haben. Selbst neue Ställe bleiben davon nicht verschont. Die tatsächliche Ursache ist aber oft unklar. Doch es ist allgemein bekannt, dass Ammoniak, welches sich in der Strohraute der Einstreu entwickelt, die Atemwege der Kälber belastet. Dabei bemerken wir Menschen die Belastung gar nicht, weil wir am Futtertisch stehen. Die Kälber liegen mit ihrer Nase direkt über dem Stroh und atmen das gefährliche Gas ständig ein. Mit dem Ammonia Detect können wir die Qualität der Luft im Kälberbereich nun ständig messen. Das Herzstück ist ein Sensor der Firma Dräger, der seit 2016 im Geflügel- und Schweinebereich eingesetzt wird und von der DLG mit der Silbermedaille prämiert worden ist. Als Zusatzausstattung am Kalfexpert kommt diese bewährte Technik auch im Kälberstall zum Einsatz. Die Luftqualität wird fortlaufend gemessen und wird am Kalfexpert direkt oder über die Kalfguide-App angezeigt. So kann man die Lüftung kontrollieren und entsprechend der Ammoniakbelastung einstellen. Die grafische Übersicht über mehrere Tage macht auch deutlich, wann wieder ausgemistet werden muss. Somit ist Ammoniak Detect einer der wichtigsten Sensoren für mehr Gesundheit und besseres Tierwohl im Kälberstall.